And the two street gangs that I'm referring to in this case are called Wu and Cho. I'm in love with the Wu. Wer ist das, ne? Ich wusste gar nicht, dass es eine Gang ist, jo. Oh shit, guck mal in seine Augen, Bro. Sieht aus wie ein Mörder für $300. Und nur wegen dem Scheiß wurde der gekillt, Digga. Weißt du, wie ich meine so? Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Ben Bugatti, Doku über alle Rapper, was ist denn das, Digga? Das habe ich jetzt schon voll lange gesehen. Also das schreibt er mir jedes Mal wieder rein, da muss ja irgendwas dran sein. Was wird hier fabriziert? A lot of niggas that rap that drill shit don't really drill shit, bro. Oh shit, ein Cousin hat die Bits da gelassen. Ich küsse dein Herz, Bruder. They say they spinning through the floors. I don't know where they spinning. They getting lost. Risky Qual's money, Digga. Dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind hier schon dabei. GDK, nigga. We invented all that shit, nigga. 6K, all that shit. 6K toast, they know who invented that. With that takedown of accused gang members in Brooklyn, 21 arrests and what's been called a reign of terror that left two people dead and four others hurt. And the two street gangs that I'm referring to in this case are called Wu and Cho. They're actually umbrella groups. Each consists of a number of other loosely affiliated gangs that work together. They come together basically to fight. I'm in love with the Wu. Wer ist das, ne? Ich wusste gar nicht, dass es eine Gang ist, jo. Heute reden wir über die Brooklyn Drill Szene, die in New York immer größer wird. Mittlerweile kennt jeder die Wu Gang durch den Rapper Pop Smoke. Doch für die meisten Fans sind die Wus einfach nur eine Rap-Crew. Eigentlich müsste man das, ich feiere das nicht auf Deutsch, yo. Wir ziehen uns jetzt dieses eine Ding 9 Minuten mal rein hier, aber sowas muss man auf jeden Fall auf Englisch gucken. In real. Aber in Brooklyn gibt es seit längerem einen heftigen Straßenkrieg zwischen den Wus und den Chus. Und dieser Krieg eskalierte so doll, dass 2 Wochen bevor Pop Smoke erschossen wurde, 34 Wu- und Chu-Mitglieder von der New Yorker Polizei festgenommen wurden, nachdem die Polizei über 2 Jahre lang Beweismaterial sammelte. Mit dem Erfolg von Pop Smoke in der New Yorker Musikszene erreichte die Marke Wu weltweite Anerkennung. Doch seit seinem Tod herrscht wieder Gleichgewicht zwischen den rivalisierenden Gangs. Die Chus werden immer respektloser, während sie mehr Fame generieren. Zum Beispiel der Rapper Coach the Ghost, Pop Smoke direkter Rivale, unterschrieb einen Vertrag mit Gucci Mane direkt nachdem Pop Smoke erschossen wurde. Und released einen Diss-Track, in dem er sich über den Tod von Pop Smoke lustig macht. Die Rapper aus der Wu-Gang antworteten daraufhin mit Diss-Songs. Das ist auf jeden Fall wild, Alter. Und was ist, wie, also das ist New York, das ist wahrscheinlich nur 1, 2, 3, 4, 5 Straßen, ne? Sind die jetzt Ableger von den Crips Bloods oder ist es eine neue, komplett neuer Shit? Verbrannten in ihre Videoclips blaue Bandanas als Kriegserklärung. All dies verursacht... Okay, also blaue Bandanas, dann... Sind die Chus, wer hat blaue Bandanas verbrannt? Die Wus, ne? Sind die Chus wahrscheinlich irgendwie Crips? Ein blutiges Jahr für die Stadt New York City. Und seit der Corona-Epidemie, der erzählt es voll langweilig und monoton, finde ich, hat sich die Mordrate sogar verdoppelt. Und so, ah, deshalb der Song The Wu, ja man, habe ich auch jetzt erst gerafft. Wie es aussieht, ist noch lange kein Ende in Sicht. Um heutzutage als Rapper in New York Aufmerksamkeit zu bekommen, musst du dich einem Movement der Stadt anschließen. Und die größten Crews in New York sind die Chus und die Wus. 2 riesige Gangs, die seit Jahren einen Straßenkrieg kämpfen, mit vielen Schießereien auf offener Straße, Stechereien, Videos von Gangmitgliedern, die andere auflungern und natürlich Diss-Tracks auf Drillbeats. Krass. Au! Oh shit, Digga, krass. Oh shit. Die Wus, Pop Smoke's Crew, waren den Chus zahlmäßig stark überlegen in Brooklyn. Brooklyn ist sehr groß, mit verschiedenen Nachbarschaften. Ob das jetzt... Wer hat das geschnitten, Digga? Wo willst du denn jetzt wissen, 6 Jahre später, dass es derselbe Nigger war, Alter? Warte mal kurz, Digga.
Rapper! Keine Ahnung. Aber ich mag Gewalt auch nicht. Oh. Ist aber halt New York, ne? Die Wu's, Pop Smoke's Crew waren den Chu's zahlenmäßig stark überlegen in Brooklyn. Brooklyn ist sehr groß, mit verschiedenen Nachbarschaften, die von verschiedenen Fraktionen kontrolliert werden. Zum Beispiel Canarsie, Pop Smoke's altes Viertel, eine riesige Crip-Zone, Bed-Stuy, ein Blood-Viertel, Flatbush, das Viertel ist ein Riesenmix aus Crips, Bloods und Gangster-Disciples. Aber in New York heißt Gangzugehörigkeit nicht viel, weil zum Beispiel die Wu-Gang aus Crips und Bloods besteht. Ah, okay, krass. Ihr Haupt-Beef-Partner sind die Gangster-Disciples. Die Applesfield Apartment in Brooklyn sind sowas wie die Hochburg der Gangster-Disciples. Diese Disciples, okay, crazy. Crips und Bloods sind bei den Wu's zusammen. Schon seit Anfang der 90er von den GDs kontrolliert. Der neue Anführer der Gang wurde 2012 wegen Erpressung, versuchten Mord und Waffenbesitz für 20 Jahre in Haft gesteckt. Seine Crew war bekannt dafür, bewaffnete Überfälle durchzuziehen, Betrügereien und natürlich dafür, auf Gegner zu schießen. Einer der größten Gegner der Gang seit dem Jahre 2009 sind die GS9. 2014 hatte Bobby Smurda und die GS9 den größten Hype in Amerika. Smurda, na man. Ja, der Brother ist nicht so geil im Erzählen so, aber die Infos sind nicht schlecht, Alter. Ist interessant. Smurda war der heißeste Künstler der Stadt und seine Songs liefen im Radio hoch und runter. Flatbush ist eine crazy street, sagt Carlo. Wieso trägt Pop keinen Gürtel? Hose rutscht anders. Aber mit dieser Aufmerksamkeit Schöne Chatbeste, ja. War es fast unmöglich, kein Licht auf das zu werfen, was die Gang in der Stadt veranstaltete. Die New Yorker Polizei gründete daraufhin eine Einsatztruppe namens Enterprise Operation Unit. Die gleiche Einsatztruppe, die 6ix9ine und seine Crew von der Straße geholt hat. Wenn ihr wollt, dass ich darüber ein Video mache, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Diese besagte Einsatztruppe verhaftete dann vor ein paar Jahren letztendlich auch die GS9s. Bro, und das sind Kids, Digga, ne? Die Jungs hier, Digga, die sind 21, Bro, die sind teilweise 10 Jahre jünger als ich und so, Digga. Bruder, ist wild. Bobby's Murder. Diese Verhandlung war sehr publik in Amerika. Die Anklageschrift ging über 63 Seiten. Telefonüberwachung, Drogen- und Waffenbesitz, Schießereien, Bobby's Murder schießt in eine Menschenmenge, Bobby's Murder schießt auf seinen Kumpel, der ihm $300 schuldet. Es würde zu lange dauern, das hier alles aufzuzählen. Bobby's Rap-Texte, Digga, ist krank, beschrieben exakt die kriminellen Taten, die einige der GS9-Mitglieder begangen und wo. Guck mal in seine Augen, Bro. Sieht aus wie ein Mörder für $300? Hart. Wir feiern das ab, die Songs. Die Musik, und wenn wir das hören, oh, Amerika, krass, dies, das, bla. Bro, wenn du so eine Scheiße in echt siehst, Digga, denkst du auch nochmal anders drüber nach, Bruder. Waffengewalt, Gewalt allgemein, ob das geil ist, das zu supporten, so weißt du, wie ich meine, so. Ist schon wild. Ja, sie auch später verurteilt wurden. Und während seiner Verhandlung wurde ein hohes Rangmitglied der GS9 tot am See aufgefunden. Sein Körper ummantelte eine Plastiktüte, Klebeband schnürte seinen Mund zu, und er hatte 45 Kilo Zement an seinen Füßen. Sein Name war Peter Martinez. Gerüchten zufolge schuldete er sehr vielen Menschen Geld. Er wurde 3 Wochen lang vermisst, bis er dann tot aufgefunden wurde. Ermittler erklärten, dass seine Füße in einen Eimer gesteckt und mit Zement bekippt wurden. Dieses Verfahren wurde nicht richtig gemacht, sodass Luft ins Zement gelang und der Körper wieder an die Oberfläche gelangte. Als Bobby's Murder dann in Haft ging, sahen die Gangster Disciples ihre Chance und fingen an, in New York mit der Musik zu dominieren. Sie gründeten eine Rap-Clique namens Blickies. Sie strichen das C im Namen weg, da sie Beef mit den GS9 und den Crips haben. Zu diesem Zeitpunkt hörte gerade in Chicago der Drill-Hype auf und New York nahm diese Energie, importierte UK-Beats und kreierte daraufhin Brooklyn Drill. Und noch krass, bevor irgendjemand außerhalb New York wusste, wer überhaupt Pop Smoke war, hatten die Chu's die New Yorker Szene im Griff mit den Blickies. Sogar Kodak Black war mit ihnen unterwegs und signte den General der Blickies 22Gs auf sein Label. So sind die Blickies und die Chu's Teil der Musikindustrie geworden.
Voll interessant. Und die stoppte den Song Suburban, der sehr gut ankam. Allerdings hatte dieser Track mehrere Diss-Tracks zufolge. Und der Diss-Track von Jeff G namens No Suburban wurde sogar populärer als der Originalsong von 22Gs. Jeff G ist ein Crip aus Flatbush, der mit Gangster Disciples abhängt und ein sehr wilder Typ ist. Er ging sogar auf seinen Gegner im Gerichtssaal los. As y'all can see in the video, your boy ran up and got punched up. Him and it was two of them, both of them. Punch both of them. Brutto, 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 boot. Your boy ran up and got done up in court. How you gonna run up and get done up on your own life? Und er hatte eine heftige Schlägerei mit dem meistbekannten Mitglied der Blickies namens Nick Blicky. Der Chief G dann in den Nick Kopf. Nick Blicky. Hey yo, tune in. Everybody tune in. This is too much now. Nick Blicky hatte viele Songs, die im Untergrund rumkursierten. Songs, die über 4 Millionen Klicks generierten, brachten ihn langsam einen kleinen Hype. Dennoch war er immer wieder in Schießereien gegen die Wus verwickelt. Er konnte sich scheinbar nicht auf seine Karriere konzentrieren, bis er dann vor ihn langsam einen kleinen Diese 22Gs sind auch krass. Hype. Dennoch war er immer wieder in Schießereien gegen die Wus verwickelt. Er konnte sich scheinbar nicht auf seine Karriere konzentrieren, bis er dann vor ein paar Monaten eiskalt erschossen wurde. 443 breaking news out of Brooklyn, where a popular rapper was shot and killed overnight. Nick Blicky was discovered. Scheiße, Dicker, ja, ich schwör dir. Und das wird so normal einfach, weißt du, so normal berichtet. Dicker, ist einfach normal, Bro. Ist einfach normal, Digga. Ekelhaft, Digga. Die Jungs, Digga, weißt du, wie ich meine, wie die groß werden, Bro, fuck. Was bei denen cool ist, Digga. Ich bin teilweise echt froh, dass wir nicht nach Amerika gezogen sind damals. Wir waren kurz davor, als Familie komplett nach Amerika zu ziehen, ne? Manchmal echt froh. Manchmal schade, manchmal froh. Man weiß nicht, wo es geendet hätte, ne? Entweder die Richtung oder die Richtung. Hätte viel geiler sein können, hätte auch viel beschissener sein können. Shot wounds on Winthrop Street. Tributes poured in from the hip-hop world on social media for the Jamaican-American artist. Nur ein paar Stunden, nachdem er sein neues Was geht, Opel-fahrende Särgen? Dies ankündigte, wurde er in den Oberkörper und in den Hintern mit einer Pump angeschossen. 7 Mal. Es gibt sogar ein Video, auf dem seine Leiche auf der Straße Brooklyns liegt, umzingelt von Polizei. Und das nur 4 Blocks von seiner Wohnung entfernt. Sofort nutzen. Ich schwör dir, Alter, finde ich auch mies traurig. Mütter sind befreundet und der eine Sohn bringt den anderen Sohn einfach so um, Digga. Die Wus, die sozialen Medien dafür, um sich über seinen Tod lustig zu machen. Und natürlich notierte die Polizei. Dich, Leon, sehe ich auch in einem US-Clan. Pop Leon Blicky. Alles, was in den sozialen Medien gepostet wurde. Ein Zitat der Polizei war: Ohne Frage, diese Personen sind für uns interessant. Ist doch klar, die Polizei beobachtet alles, was sie beobachten können. Und direkt am nächsten Tag wurden die Wu-Nachbarschaften in Brownsville, Genasi und Flatbush zum Ziel der Rache der Gangster-Disciples. Innerhalb von einer Woche gab es mehrere Schießereien, in denen 3 Wu-Mitglieder ihr Leben verloren. Und hat einer mal dem Cousin seine Infos auch geprüft, so mäßig, Digga? Ist der seriös, der Bro? Trotz den ganzen Straßenbeefs und den Niederschlägen der Wu-Gang ist Pop Smoke auch nach seinem Tod das größte Gesicht der New Yorker Drill-Szene. Doch die Gangster Disciples lassen nicht locker. Ja, da kommt es auch gar nicht drauf an, in welcher scheiß Gang der Bruder war, Digga. Der war einfach krass. Der hat irgendwas, ein Geschenk gehabt von Gott in sich, mit dem er es geschafft hat, Millionen von Menschen zu erreichen, so. Und nur wegen dem Scheiß wurde der gekillt, Digga. Weißt du, wie ich meine, so? So. Scheiß mal auf diese Gang-Sachen, Mann. Vor ein paar Monaten wurde das Auto von Favio, die Nummer 2 der ist cool und so, Rapper aber in Atlanta mit mehreren Kugeln durchlöchert. Und im nächsten Jahr kommt Bobby Smurder nach 6 Jahren Haft endlich aus dem Knast. Und wenn man bedenkt, dass die Gangs hunderte Mitglieder haben, sind 34 Mitglieder, die derzeit in Haft sitzen, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich bin gespannt, was im Jahr 2021 auf uns zukommen wird. Leon, hast du schon mal MS-13 reingezogen? Ja, habe ich. Ist krass. Damals schon, Mann. Es gibt doch einen Film. Heißt der nicht sogar MS-13 oder wie heißt der Film?
wo die komplett diese MS-13-Story mal so aufrollen quasi. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle.